Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS und 15. Part Nummer 6. Dieses Mal beim Weizendreschen. Und die können wir ja erstmal da stehen lassen. Ich hab mir etwas gegönnt. Sagen wir es mal so rum. Und zwar das kleine Schmuckstück hier. Den Autolader. Und dafür haben wir, den hier. Und da die Beine ja irgendwie nicht richtig drauf liegen bleiben und so, haben wir den verkauft und haben uns den gekauft, den 16K Ballenrunner. Ja, den habe ich auch noch, aber ich glaube, den werde ich wieder rausschmeißen oder mal gucken. Aber auf jeden Fall, der bleibt jetzt drauf. Ich habe es auch schon ausprobiert, mit der Presse passt das. Finde ich sehr, sehr geil. Das heißt, wir können jetzt, wir brauchen einfach nicht mehr hier draufladen, sondern können damit die Ballen pressen und abladen. Sonst noch was, ja. Und zwar den hier. Für 62.000 fehlt uns nicht mehr so viel. Können wir uns den hier leisten. Ich hoffe dazu, ja, gibt es auch Schneidwerk. Oh, guck mal, wir können sogar... Also 62.000, das sind 100.000, brauchen wir. So viel ist das ja nicht mehr. Wir haben 46, obwohl wir könnten... Aber wir haben ja null Kredit, ne? Wir könnten rein theoretisch einen Kredit nehmen. Aber wir schauen erstmal, was die Weizenernte hier einbringt. Das sollte ja auch ein paar Euros geben. Und ja, wir schauen erstmal, wo waren das? War das hier irgendwo? Genau, Weizen. Okay. Beim Landhandel. Okay. Rote gibt's 542 pro Tonne. Und wo haben wir den? Der müsste ja dann Edeka, Landhandel, Haupthof, Holzfällerlager, Garten, Nebenhof. Ja, der müsste ja eigentlich da, Getreide, da ist er doch. Ich habe ihn gefunden. Bei 41%. Okay, was machen wir in der Zeit? Was machen wir? Wie schaut's eigentlich mit den Küchen aus? Die haben doch soweit alles, oder? Okay, ja, wir bekommen ja jetzt auch Geld vom von der Milch, was ich sehr gut finde. Ja, wir brauchen halt 100.000, ne? Und was machen wir? Wir könnten rein theoretisch... Ja, wir bräuchten eigentlich noch einen zweiten Drescher. Dann könnten wir schon mal mit der Maisernte anfangen. Ja, und so bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen halt warten bis... 100.000. Dann brauchen wir auch noch einen anderen Hänger. Noch einen davon, dann werden wir den kleinen verkaufen. Da passen hier nur 8.000 rein, ne? In den kleinen hier. Wo ist denn der überhaupt? Da ist er. Kapazität 8.500. Komm, verkaufen wir. Den brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir nur noch 50.000. Plus nochmal für so einen Hänger. Ich glaube, der liegt bei 30.000, 35.000 oder so. Dann. Bei wie viel ist denn der? Naja, 50%. Den Unimog könnten wir eigentlich auch verkaufen. Der bringt 25.000. Obwohl, ne, ich möchte den noch behalten. Den möchte ich gerne noch behalten. Ja, wir brauchen nur ein paar Heuballen. Das weiß ich definitiv. Aber da kommen wir später zu. So, tank ab, mein Freund.
Ja, man hört schon die Küchen. Ey, ey, ey! So viel ist das nicht mehr hier auf dem Feld. Feld 9. So, dann haben wir... Jetzt halt an! Achso, der ist schon leer. Okay, sehr schön. Ja, mit der Maisernte. Ich meine, das Feld hier vorne bei der BGA. Ich muss mal hier diesen Schnelllaufen-Mod reinpacken. Das... Wow, man kann durch den Zaun laufen. Das hier wird ja für die BGA. Das ist ein großes Feld. Feld Nummer 6 ist das. Da sieht man mal, das geht einmal komplett rum um die BGA. Das wird nur für die BGA. Das werden wir dann als nächstes, glaube ich, machen. Curseplay habe ich nicht drin, den werde ich aber, glaube ich, reinpacken. Weil das, wie man sieht, ist ein Riesenschlag. Ich mag sowieso die Aufteilung auf dieser Map. Die mag ich von den Feldern her. Auch wenn die nicht alles da an dem Platz ist, wo es sein sollte, laut Map. Aber das spielt keine Rolle. Ich finde die Map einfach wunderschön. Die hat irgendwas mit den Bergen da hinten. Finde ich persönlich eine super Map. Gibt es eigentlich... Gibt es das oder gibt es das nicht? Tiere, Es gibt, glaube ich, keine Rinder hier, ne? Schade eigentlich. Komm, mach den Hänger voll. Ich will endlich den Häcksler kaufen. Meine Fresse, jetzt bleib doch mal stehen hier. Junge, 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 was machst du da? Muss arbeitslos werden, oder was? Wie teuer so ein Hänger ist, Junge. So. Mann, 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 jetzt fahr doch mal so, wie ich das will. So, 73% haben wir. Was für eine große Wiese, ey. Boah. Was ist das hier eigentlich? Sind das Rüben oder Kartoffeln? Sieht mir aus wie Kartoffeln. Das könnten Kartoffeln sein, oder? Nein, hierhin. Kartoffeln. Feld 17, das sind Kartoffeln. Das sind Kartoffeln. Ja. Okay, die... Weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Ja, könnten wir verkaufen, aber Rüben kannst du hier auf der Map gar nicht verkaufen. Deswegen will ich mir dieses Rüben-Häcksler-Gedönsel-Döns hier mal drauf machen, damit wir auch die Rüben verfüttern können. Muss ich aber noch gucken.
Ob sich das überhaupt lohnt? Ich glaube eher nicht, aber wir können ja mal schauen. So, jetzt machen wir bitte den Hänger voll, ja? Das wäre sehr schön. Die Wiese könnten wir rein theoretisch mähen. Aber ich meine, wir haben noch 14 Heuballen. Und 14 Heuballen sollten eigentlich noch reichen. So, wir werden jetzt aber trotzdem mal hier vorne hinfahren. Jetzt muss der nur noch hier hinkommen. Wie können wir den abtanken? Haben wir eigentlich einen Gruber? Und wenn ja, wo ist der? Ist der hier drin? Saatmaschine. Die Spritze. Hier war ja der... Wir waren hier nochmal drin. Keiner. Da ist die Ballenpresse. Ah, da ist der Gruber. Was ist das denn? Was soll ich mit dem kleinen Dingen? Was soll ich denn mit dem? Was hat denn der für eine Arbeitsbereit? 3 Meter. Nee, Freundchen der Nacht. 220 PS. 200. Boah, what the fuck? Ja, dann werde ich mir auf jeden Fall... Bevor es ans Grubbern geht. Wir haben auch keinen hier drin, ne? Was haben wir denn? Achso, den Viehtransport. Den können wir eigentlich auch rausnehmen. Güllefass, sehr schön. Was haben wir hier? Hm. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Grubber. Den müssen wir uns dann mal runterladen. Ja, und mit dem Dingen habe ich bisher die Silage gemacht. Hey, das ist eine Katastrophe. Ich meine, geil sieht's aus, wenn er da vorne dran hängt, aber das dauert ja 100 Jahre, bis mal so ein Feld fertig ist. Deswegen brauchen wir schon einen Häcksler. Entweder kaufen wir uns den für 100.000, ja, aber ich würde sagen, erstmal den für 100.000. Und danach kaufen wir uns dann halt einen Kronen oder ein Glas, mal gucken. Das wird eine Menge Arbeit, die BGA zu füllen. Mit Curse oder Cosplay, wie man es aussprechen will, bleibt einem selber überlassen. Und aus dem Feld habe ich mir gedacht, machen wir Mais. Können wir ja auch verkaufen, warum nicht? So, komm mal ran hier auf den Meter. So, nun sollte der Hänger aber voll werden. Ich weiß, da ist nichts Spannendes dran jetzt hier, aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Wir brauchen Kohle. Und ich habe keinen Bock, einen Kredit aufzunehmen. Komm, wird voll. Wunderschön. So, dann werden wir das direkt verkaufen.
Dürfte fast 20.000 bringen. 542 pro Tonne. Mit 32 Tonnen. Da sind das nur 32.000 Liter. Könnte gut sein. Aber ist dir auch egal. Ah, Kühe. Alles cool. Alles cool. Und das Feld habe ich mit diesem Camper gemacht. Das war eine Tortur. Oh, ein Blitzer, aber ich zu schnell. Nee, passt. So, dann kipp mal ab. Passt das? Ja, passt. Sehr schön. 60.000. Ja, 17.000 hat es gebracht. Aber immerhin 17.000, ne? Wir spielen ja auf normal, nicht auf einfach. Und ab zum Feld wieder. Ja, ich würde sagen, ich mache das Feld noch fertig. Dann können wir uns, glaube ich, endlich mit der Silage befassen, also mit dem Häckseln. Worauf ich mich schon richtig freue. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Einschalten. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.